Mein Name ist Merlin Kratke. Ich bin Bildhauer und lebe und arbeite in Wien seit geraumer Zeit. Bin selbst Wiener und habe auf der Universität der angewandten Kunst in Wien studiert. Ich muss zugeben, die Frage hat sich für mich nie wirklich gestellt. Ich mache das schon, ich würde behaupten, seit immer. Manche würden behaupten, erst seitdem ich mein Studium abgeschlossen habe. Aber es hat mich immer beschäftigt. Ich habe früher sehr viel Graffiti gesprüht. Das schon sehr früh begonnen. Das hat sich über Jahre hinweg gezogen, habe mit 18 zu studieren begonnen. Ging, bis ich 23, 24 war. Und kreative Prozesse gefallen mir einfach, egal in welcher Hinsicht. Und ich habe viele Dinge ausprobiert, Grafik, Malerei, auch vielleicht Performance. Aber in der Bildhauerei habe ich Fuß gefasst, weil mir das Skulpturale irgendwie mich bis heute am meisten reizt. Ich finde, dass ich mich am besten darüber ausdrücken kann. Ich mache zwar auch Malerei, aber gerade das Dreidimensionale ist vor allem für mich wichtig, weil ich finde, dass es dem Betrachter sehr nahe kommt und für den Betrachter selbst etwas Dreidimensionales gut nachvollziehbar und die Konzepte, die ich auch habe, sind dreidimensional weitaus besser umzusetzen, in meinen Augen. Kritisch, konzeptionell, ja, gesellschaftliche, aktuelle Themen, das ist, worum es sich bei mir dreht und ich glaube auch nicht, dass sich das hier verändern wird. Darum die Frage, warum, muss ich ehrlich sagen, stellt sich kaum. Das war schon immer klar.